Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du wieder vorbeischaust für etwas super Feines, was wir heute zubereiten, was tatsächlich ein absoluter Frühstücksklassiker, nicht in Frankreich, aber in den USA ist und was wir heute komplett mehlfrei, zuckerfrei, low-carb, ketokonform, glutenfrei zubereiten werden, nämlich Keto-French Toast. French Toast, denkt man immer, kommt aus Frankreich, kommt gar nicht aus Frankreich, aber ist nichts anderes als arme Ritter in Deutschland, so nennt man das, glaube ich. Kann ein Frühstück sein, kann aber auch eine Süßspeise sein, ein Dessert oder auch eine Hauptmahlzeit, wenn du es besonders süß magst. Und ich freue mich, dass du wieder reinschaust hier bei meinem Kanal. Hier erscheinen alle zwei Wochen leckere Kochrezepte, süß, herzhaft, mal fürs Frühstück, mal fürs Dessert. Schau auch unbedingt bei meinen E-Books vorbei. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. 5 E-Books habe ich geschrieben mit leckeren Rezepten, die dir es ermöglichen, einen zuckerfreien, mehlfreien, ketokonformen Lifestyle zu leben und heute sehr, sehr fein, was wir zubereiten. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, schön, dass du da bist, schau dich unbedingt um, denn Rezepte gibt es tatsächlich wie Sand am Meer bei meinem Kanal und auch dieses Brotrezept, das wir heute verwenden für den French Toast, denn natürlich brauchen wir ein ketokonformes Brot, um French Toast zu machen, findest du auch bei mir auf meinem Kanal. Das ist mein 90-Sekunden-Brot. Mega einfach, mega easy, super schnell. Und damit hast du auch innerhalb von kürzester Zeit eine leckere Mahlzeit zubereitet mit sogar selbstgebackenem Brot. Wahnsinn. Und damit kommen wir auch schon direkt mal zu den Zutaten. Einmal natürlich ein Keto-Brot. Das ist super simpel. Wie gesagt, mein 90-Sekunden-Brot habe ich dir hier oben verlinkt. Kannst du unbedingt auch mal mit reinschauen. Dann brauchen wir Eier. Etwas griechischer Joghurt, hier bitte die Vollfett-Variante nehmen, der hat weniger Zucker und der ist eben auch ketokonform. Butter ohne Salz, ich habe hier ein Süßungsmittel, das kannst du Erythrit nehmen, Stevia nehmen. Ich habe mich für Glycin entschieden, Glycin ist eine spannende Aminosäure, die tatsächlich süß schmeckt und die wir auch sehr gut hernehmen können, wenn wir eben Süßspeisen zubereiten. Und sie hat ganz viele tolle Benefits, einmal für Stressmanagement, Immunsystem, für die Darmfunktion. Ganz, ganz viele tolle Eigenschaften verwende ich heute, kann man auch in Deutschland kaufen, ist auch tatsächlich gar nicht mal so teuer, muss man online kaufen und ein bisschen Zimt. Und damit geht's auch schon direkt los. Ich fange gleich mal an, die Eiermasse zuzubereiten, in der wir dann das Brot wenden. Denn das ist das am Ende, was entscheidend ist. Wir mischen einfach diese zwei Eier. Schön verquirlen. Und jetzt gebe ich noch ein bisschen griechischen Joghurt hier mit rein. Der ist ohne Zucker, der macht das Ganze dann nochmal so ein bisschen cremiger. Hier nehmen wir mal 2 Esslöffel, gut verrühren. Ich mag noch ein bisschen Zimt hier reinmachen, das braucht man nicht, aber ich finde, es ist super lecker für den Geschmack. Und dann eben noch das Süßungsmittel. Da muss man echt nicht so viel von nehmen, weil das schmeckt echt sehr, sehr süß. Jetzt habe ich hier eine schöne, sämige Masse. Perfekt, damit es auch gut an dem Brot haftet. Das ist nämlich ganz wichtig. Jetzt schneide ich mein Brot noch in Scheiben. Dafür teile ich das mal in der Mitte. Das ist jetzt wirklich, ich habe jetzt echt so ein kleines Brot gemacht, aber ich will ja auch Scheiben, die sich dann für mich gut auch so wenden lassen. Also ungefähr so diese Größe. Und am besten noch eins. Das ist sogar noch warm. Ja, die Größe kann man eigentlich auch hernehmen. Ich schneide es jetzt komplett in Scheiben. Dann habt ihr richtig schöne Scheiben hier, wie ihr sehen könnt. Wow, voll lecker. Mmh, das wird so gut. Und jetzt treffe ich dich gleich am Herd, denn jetzt geht es darum, das Ganze auszubacken. So, als allererstes erhitze ich mal hier ein bisschen was von der Butter in der Pfanne. Also das heißt ein bisschen, eigentlich brauchen wir echt viel, damit es auch richtig lecker schmeckt. Und Fett macht nicht Fett, liebe Leute, das müsstet ihr mittlerweile verstanden haben, wenn ihr mir schon länger folgt. Ja, also wenn ihr eine gute Butter hier habt, dann immer her damit. So, Pfannenwender auf jeden Fall brauchen wir noch.
Und jetzt lasse ich die Butter eben ein bisschen schmelzen. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich das Brot in dieser Ei-Joghurt-Masse wende und dann einfach in der Pfanne ausbacke zu eben French Toast. Gut verteilen, ein bisschen die Temperatur auch runterdrehen, aber wir wollen ja auch, dass es kross wird. So, jetzt vorsichtig hier die Brotscheibe drin wenden. Boah, perfekt, es haftet richtig, richtig gut. Und jetzt hier einfach in die Pfanne geben. Da sagt noch mal einer, man muss auf sowas verzichten, wenn man kein Weißbrot isst oder kein Toast. Ja. Muss man ganz bestimmt nicht. Ja, ihr seht, das wird richtig, richtig lecker. Wow. Eine ganz tolle Alternative auch mal zu Pfannkuchen. Eignet sich auch super, wenn ihr zum Beispiel ketogenes Brot übrig habt. Es wird richtig schön creamy hier. Schön von beiden Seiten ausbacken. So, fertig ist unser French Toast. Was ich jetzt noch mache, ist, dass ich da jetzt noch ein bisschen so eine Zimt-Erythrit-Mischung drüber packe. Zack. Und noch ein paar Himbeeren, denn die, finde ich, gehören auch unbedingt mit dazu. Sehr, sehr fein. Wunderbar. So kann sich das Ganze doch sehen lassen, ihr Lieben. Unser French Toast Keto-Style. Und jetzt wird der auf jeden Fall auch mal verkostet, weil der ist jetzt noch schön warm. Nehmen wir mal hier so ein Eck weg. Mmh. Wow. Super lecker.